Die deutsche Wirtschaft schrumpft das zweite Jahr in Folge. Das Bruttoinlandsprodukt werde sich 2024 preisbereinigt um 0,2% verringern, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch in Berlin. Als Gründe nannte er vor allem strukturelle Probleme in Deutschland. Wir haben systematisch zu wenig in unsere Infrastruktur investiert. Das sehen wir an verspäteten Bahnen und an zusammenfallenden Brücken, an fehlender Digitalisierung der Verwaltung. Wir haben nicht genug getan, um Arbeits- und Fachkräftepotenzial zu mobilisieren, sowohl was Binnenarbeitskräfte angeht, Frauenerwerbstätigkeit. Wir sprachen hier schon an dieser Pressekonferenz darüber, weit unter dem europäischen Durchschnitt, sobald Kinder geboren werden, wie auch Zuwanderung zu organisieren. All das ist auf den Weg gebracht worden, aber noch nicht so, dass die Fehler oder die Innovationsschwächen des Landes behoben sind. Weitere Probleme seien die Weltlage, wie etwa die protektionistische Wirtschaftspolitik von China und den USA. Positiv zu bewerten seien hingegen die deutlich abgeschwächte Inflation, gestiegene Einkommen und sinkende Zinsen. Das alles werde den Konsum ankurbeln. Für 2025 rechnet die Bundesregierung deshalb wieder mit einem Wachstum von 1,1%. 2026 könnte die Wirtschaft sogar um 1,6% wachsen. Bei den beiden Prognosen für 25 und 26 liegen wir leicht über den meisten Instituten, weil wir die Auswirkungen der Wachstumsinitiative, also der politisch vereinbarten Maßnahmen der Bundesregierung, eingespeist haben in unsere Modellrechnung. Das setzt aber auch voraus, dass diese Maßnahmen dann auch kommen und dass sie greifen und dass sie nicht, wie es schon einmal passiert ist beim Wachstumschancengesetz, klein gehäckselt werden oder zerredet werden und am Ende die ohnehin ja, wie soll ich sagen, begrenzten Maßnahmen dann zu homöopathischen Maßnahmen verwässert werden. Die Wachstumsinitiative umfasst 49 Maßnahmen, etwa finanzielle Anreize für Überstunden, eine bessere Kinderbetreuung und eine Neuregelung der Steuerklassen. Da die Wachstumsinitiative aber allein nicht ausreiche, forderte Habeck, die Netzentgelte deutlich zu senken und die Bürokratie abzubauen.